Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Wir müssen denen mal ein bisschen eins in die Fresse hauen. Deshalb machen wir hier das da. Ihr habt gehört, ihr werdet schon über unsere Sachen ins Reich bringen. Ist das wahr? Nun, dann hört dies, ihr seid eine Schlange und ein Haderlump. Und wenn ihr mir nicht auf den Dwarfplatz entgegentretet, auch ein Feigling. Was sagt ihr nun? Ah ja, jetzt müsst ihr... Ding. Also, ich werde ein Feigling, wenn ich es nicht mache. Wenn ich es mache, müsst ihr jetzt genau hören, wenn mich ihn besiegt habe. Ich ja, habe ihn relativ schnell besiegt. So macht man das. Schade, dass die Abläufe eigentlich immer gleich sind. Also, jetzt müsst ihr lesen. Ha, jetzt sind wir nicht mehr so ritterlich, was? Also, als würden wir verloren hätten. Nun geht mir nicht weiter auf die Nerven. Er wollte es haben. Ich sei ein Feigling, wenn ich es nicht mache. Und hat so, das ist eine falsche Übersetzung, denke ich mal. Ja, genau. Und die Wege, ja. Krieg gegen die Wege. Also jetzt müssen wir unbedingt nach den gehen. Tulga. Ich muss Roto kicken helfen. Die verlieren so viel. Die haben Veluca verloren. Hä? Da ist Veluca. Und hier das Almera. Tja. Scheinbar ist es schwierig, hä? Glaub's ja nicht. Da haben wir noch nicht. Steht das irgendwie? Ja. Okay, noch ein bisschen. Hä? Tulga. Jetzt müssen wir unbedingt dorthin. Rafah ist ja nichts, oder? Delina ist es. Okay. Ja, das wird noch ein lustiges Spiel. Oh mein Gott. Was passiert, wenn jetzt zum Beispiel ein Reich kaputt ist und nur noch einer irgendwo im Ding ist? Irgendwo bei einem anderen König in der Nähe. Wenn der dann stirbt, ist das ganze Spiel wahrscheinlich, das ganze Reich kaputt. Matthias ist jetzt auch endlich mal wieder frei. Gut. Der Graf Ries ist hier. Hm. Also wir müssen eine gute Quest wieder annehmen in unserem Dorf Elinda. Und in Suna auch. Das ist ja unsere Stadt hoffentlich dann. Sind zu schnell, schade. Ja, das wird uns freuen. Hä? Mal schauen, wann Krieg ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt keine Missionen vom Marschall. Wir können mal zum Marschall gehen, ja. Aber es wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Was ist das? Wieso haben die eigentlich keine Wege? Wurde das nicht fertig gemacht? Oder was? Ist das Spiel hier gar nicht fertig? Das ist eigentlich das unfertigste Volk. Ja. Das ist das unfertigste Volk. Dust Hurin. Auf jeden Fall werde ich natürlich hier auch dann mal reingehen. Hä? Wir machen ja das Let's Play noch lange. Schenke. Endlich mein Vorrat. Ihr Verhältnis mit Suna und Tulga hat sich verbessert. Prima, schön. Pfeife.
Okay. Eine Beziehung mit einem Schank wird negativ machen. Was bringt das? Naja. So, gehen wir wieder nach Swadi. Gehen wir mal hier hin. Wir haben viele Truppen schon. Oh, das wird so teuer sein. Wir haben jetzt die Truppen nie aufgestockt, nur hochgestuft. Baschetur, du bist der Bogenschütze. Was hast du so für Bogenzugkraft, ja? Stärke. Stärke macht nichts. Macht nichts. Also, Schlagkraft. So, also ist irgendwas wahrscheinlich relativ gut. 28. So. Ja, prima. Läuft gut. Wir haben ja auch noch keins. Aber, oh, ganz, ganz wenig brauchen wir noch. Gehen wir mal nach Nara. Die Stadt der Narren. Nara. Sieht gut aus. Oh. Ist alles schwer. Also, wo ist denn Weizen? Wir haben ja auch keine Weizen. Dann kann man die Quests gar nicht lösen, oder was? Also abgeben bei Deliant und Deliverian, oder wie heißt. Und jetzt müssen wir nochmal. Ah, das wird so krass. Also Bannerlord werde ich sofort kaufen. Und dann Let's Playen auch nebenbei. Dann werden wir beides Let's Playen. Ein komischer Schrank wird. Also nach Uxal wieder. Ich glaube, Uxal ist auch der, wo wir wieder die Quest abgeben müssen. Mit dem Banditenlager. Also dann tun wir noch mal speichern. Vasallen heiraten. Ja, hier rechnet's aber fest, hä? Zweimal. Rauchwolken. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Es ist so, dass der Moment, der einfach sehr... Es kann viel falsch gehen, wenn wir Krieg machen. Wir werden wahrscheinlich sterben. Und sonst Sachen. Vielleicht ein Volk ausrotten. Ohne dass wir es wollen. Also dass einfach das unser Ding das will. Tja, das war den.
Aber eventuell, wenn wirklich Bannerlord richtig angekündigt wird und da ist möglich, es nicht mehr lange geht, muss ich halt einfach mit den Swadien das Spiel beenden. Tja, du bist da. Adelinath heißt er. Ja, hervorragende Arbeit. Der Königangriff ist das Gespräch des ganzen Reiches. Zweifellos werden sie unter anderem wie sie bald wieder zurückkommen, aber er hat Island vor kurzer Zeit einen Verschnaufer ermöglicht. Wir sind euch zutiefst dankbar. So, Suna, unbedingt nach Suna wieder. Ja, das Spiel wurde schon ein bisschen zu oft let's played und so. Ich hoffe, es kommt aber auch wieder, dass es beliebt wird und so weiter. Weil Regnum ist so beliebt. Ja, jetzt ist eher Path of Exile beliebter. Weil Regnum halt auch ein bisschen langsam zu viel ist. Hä? Das macht mir so vor allem auch wieder Spaß. Wieso bist du jetzt eigentlich Suno Anführer? Das ist ja toll. 2, 5, 3, 8. 5, 5. Wir sind so schnell geworden. Ah ja, ich wollte ja aufstufen Intelligenz. Und wichtig ist eigentlich jetzt noch... Was genau ist wichtig? Inventarverwaltung, aber das können wir nicht. Wir brauchen noch mehr Intelligenz. Bogenzugkraft wollte ich, glaube ich, machen. Ja. Bogenschießen. Und ich sah sie nicht angegriffen, blöder Nord. Nord, das ist Nord. Also wieso hast du ihn nicht angegriffen? Das ist ein Höhere. Los, fighten wir gegen die. Ich oh nein, geh weg dort. Wer ist das denn dort vorne? Ja, so ist mein Karawanenanführer. Jetzt ist der Karawanenmeister tot, ja, bewusstlos. Easy peasy, lemon squeezy. Ich finde das mega schön. Langsam bin ich wirklich verliebt in dieses Muster. Ich habe es so unerwartet kommen. Menschenjäger. Nein, nehmen wir nicht mehr. So, Firentis. Oh, du hast noch gar keine gute Ausrüstung. Ne? 25. Schon mal besser. 18. So, 28. Ja, komm. Was hast du denn für Fähigkeiten? Schlagkraft nur, Athletik, Reiten.
Schlagkraft. Nein, komm. Eisenschwert. Ich werde dir aber... welches war es? Firentis? Die Axt wegnehmen. Nordveteran. Sklavenjäger. Slavcrusher können wir nehmen. Gut. Haben wir das auch mal wieder gemacht. Gehen wir nach Prawen, hä? Ja, richtig spannend. Gerade. Mir gefällt einfach dieses Spiel so mega gut. Auch wenn es so richtig viele negativen Sachen hat. Hey, Devlian. Ist das jetzt ein anderes Muster? Hast du immer dieses Muster gehabt? Hallo, ich will dich heiraten. Regas. Hallo, ich komme. Ich will dich heiraten. Ich will dich doch heiraten, nicht so schnell. Da hat's eilig. Schön. Auf 8 gestiegen. Föhn? Kann ich nicht. Ach, schade. Hast du wenigstens das Ding noch? Ich hoffe, sonst müssen wir den Mountain heiraten. Ja. Gute Quest, bitte. Dieses oder heruntergekommene alte, uralte Dorf da. Ich finde es einfach schön. Mist. Gehen wir mal ins andere Dorf. Weiter habe ich mal getestet und fand es recht gut. Der Ries ist hier. Ab hier auch die Beliebtheit. Ja, das ist zu weit weg. Genau, deshalb habe ich es dann nicht genommen. So ein Ding. Ja. Sohne unbedingt dorthin. Ey, gibt's jetzt auch mal einen Krieg? Ist ja Wahnsinn, wie lange das dauert. Schenke. Wachmann. Burg. Dame. Ist es schon wieder anders? Nein, es ist gleich, gell? Ein Produktionsgewerbe. Wie viel, wie teuer ist das? Wir nehmen... Oh, wir müssen schauen. Wir müssen zuerst schauen. Wolltuch. Ich brauche Rohmaterialien. Öl. Ach, ich bin falsch gelaufen. Aber es ist gleich weit, hä? So, ich musste durch die Burg natürlich wieder. Ah ja, das ist schon.
wir eine Brot-Ding machen? Nein, wir können nichts mit Brot machen. Tja. So eine Dyeworks oder so wäre cool. Färbstoffen. Nein, die Seite ist zu schwer. Ja, wir müssen uns mal ein bisschen umschauen, was so im Dorf hergestellt wird am besten, ne? Also, Händlerkarawane. Yay, Kala. Ja, toll. Ja, weil Luca ist ja wieder grün. Haben die das schon wieder eingenommen? Super. Also machen wir die Quest noch, hä? Kurz Alleyen hochstufen. Tja, Stärke. Einhandwaffen, hä? Du brauchst nichts mehr Besseres, hä? Nö. Endlich mal wieder ein bisschen mehr. Ich hoffe, wir bekommen keinen Krieg mit denen jetzt über. Dass sie schon wieder ein bisschen expired ist, also nicht mehr aktuell. Ja, ist eine leichte Quest. Ich kann niemals 16 verlieren. Da muss ja eine jahrhundertgroße Armee kommen, damit sie 16 verlieren. Burg Knuda, genau auf der anderen Seite, ja. Ne, danke. Nicht schon wieder Knuda. Super, so bereite. Ein Gelage ist hier. Ja, ja. Schenke. Oh, da ist eine Frau. Wer ist das? Die Martelt. Tja. Hätte die gerne. Die macht aber Stress. Jetzt müssen wir schauen, wo die sind. Hä? Der Gildenmeister. Es ist ärmer als 5 Towns und reicher denn 16. Das ist eigentlich relativ gut. Das ist das Reichste.
Also, die haben besser, 21 bessere. Also, sie produzieren 21 mehr als andere, also am meisten. Es gibt nur 21 oder 22 Städte. Sind also die reichsten. Hä? Ja, der Rest muss ich nicht hinsehen. Jetzt muss ich einfach schreiben, wissen, wo ich hin muss. Hier wahrscheinlich auch nirgends. Der Matthias ist hier. Ja, ist negativ. Hä? Ah, ist wohl 0 auf 2 gestiegen. Ist das eine von einem anderen Reich? Mit der Schankmaid reden. So viele. Aber wo muss ich jetzt hin? Jetzt ist Schenke. Ist der jetzt irgendwo? Okay. Anmerkung. Keine Quests mehr. Da muss ich jetzt wieder einfach zurück. Ja. Machen das nächste Mal. So. Bis zum nächsten Part. Tschüss.